So, heute ist ein Tag, ja, mir ist schwindelig. Das habe ich aber eigentlich jeden Tag. Also deswegen ja, mit Agoraphobie hat man eigentlich Dauerschwindel. Also ich zumindestens. Man kommt sich so vor wie morgens aufstehen und du brauchst sowieso schon ein bisschen länger, um wach zu werden. Also ich zumindestens, das brauchte ich eigentlich schon immer. Aber irgendwann meldet sich dann die Psyche so, hey, ich bin auch noch da, juhu, ja, und dann fängt es an mit Dreh, Schwindel, also nicht Dreh- oder Schwankschwindel habe ich. Ja, da das anscheinend gut ankommt mit Themen, werde ich das auf meiner Seite, meinem Blog hier so machen, dass ich jeden Tag ein Thema habe. Gestern hatte ich das halt mit, ja, was mir so Leute an den Kopf schmeißen und so. Ja, und heute werde ich dann mit Sicherheit meinen Mann mal dazu überzeugen, dass er als Angehöriger einfach mal erzählt, wie er sich so fühlt mit mir als mit jemanden, ja, ich sage immer so schön, mit dem man eigentlich ja nichts machen kann, nicht rausgehen kann im Grunde genommen. Ja, mal sehen, was er dazu sagt. Ja. Und meine Übung muss ich heute machen. Heute muss ich bis zur Straßenecke laufen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja. Gut, bis später. Ja, also was ich sagen kann, wo Anni mir das gesagt hat, dass sie halt nicht rausgehen kann, sorry, da war das eben so, dass ich wusste halt, sie hat mir das ja von vornherein gesagt und ja, ich habe halt erstmal gefragt, warum, welche Krankheit dahinter steckt, was los ist und warum sie halt nicht rausgehen kann. Ja, das ist manchmal schon ein bisschen schwierig, wenn man nicht mit ihr was unternehmen kann oder so, wie jetzt Kino oder Restaurantbesuche oder weiß der Geier. Das ist natürlich schon nicht immer so einfach, wenn man dann halt alles alleine machen muss, weil man halt oder mit Freunden, weil eben Annika da eben nicht mitkommen kann. Ja, wie es auf einem Außenstehenden wirkt, wenn Annika eine Panikattacke hat. Also eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, kriegt man von außen das gar nicht so mit. Also man merkt es jetzt nicht sofort oder so. Das dauert eine ganze Weile, bis man halt das überhaupt checkt, dass sie eine hat. Meistens sagt sie es einem, weil ansonsten würde man das so von außen, also ich persönlich nicht unbedingt merken. Weiß jetzt nicht, wie es anderen Leuten geht, aber mir persönlich fällt das jetzt nicht so wahnsinnig auf. Und wie ich damit umgehe, ja, ist unterschiedlich, je nachdem, was gerade eben der Anlass ist. Also wenn die Panikattacke draußen stattfindet und wir lange unterwegs sind und so, dann ja, das Einzige, was man halt machen kann, man muss dann halt ruhig bleiben, auf sie einreden und warten, bis die Panikattacke vorbei ist. Ja, die Dinge des täglichen Lebens sind natürlich nicht immer einfach, weil man das halt alles alleine regeln muss, aber letztendlich, sage ich mal, wusste ich ja, worauf ich mich einlasse und von daher, sage ich mal, ist das so ein bisschen Gewohnheitssache. Ich meine, wir sind ja jetzt auch schon eine Weile zusammen und da, ja, bin ich es mittlerweile gewohnt, dass ich alleine einkaufen muss oder Sachen erledigen muss. Also, es stört mich jetzt mittlerweile weniger als am Anfang vielleicht noch. Ja, das äußert sich manchmal eben insofern, dass sie zum Beispiel, wenn wir jetzt Besuch haben oder so, sich dann halt in den hinteren Bereich der Wohnung zurückzieht, also in unser Schlafzimmer zum Beispiel, und dann sich da aufhält, wenn sie gerade sich zurückziehen möchte. Also das ist halt häufiger eher der Fall, wenn viele Leute zu Besuch sind oder viel Trouble ist und sie dann halt mal ein bisschen ihre Ruhe braucht und so.
Ja, das mit den Freunden, also ich habe relativ viele Freunde, sage ich, behaupte ich mal. Und bei mir ist es halt so, oder unsere Freunde halt, die kommen dann meistens zu uns oder besuchen uns halt. Also, weil sie halt wissen auch, dass es mit Annika eben nicht so möglich ist, Besuche außerhalb zu machen. Deswegen, also wenn unsere Freunde dann uns besuchen, dann kommen sie hierher. Also, das geht schon. Ja, naja, ich reagiere dann dementsprechend drauf und erkläre den Menschen halt, dass das mit einer Panikstörung eben nicht so einfach ist und dass die Leute sich das halt so vorstellen müssen, wie bei jeder anderen Erkrankung eben auch. Ich meine, wenn jemand irgendeine andere Erkrankung hat, weiß ich nicht, Krebs, Diabetes, weiß der Geier was, dann ist es ja auch so, dass die Leute damit klarkommen müssen und das macht ja niemand absichtlich oder so. Wenn jemand krank ist, ist er krank. Unabhängig davon, welche Art von Krankheit er hat, macht das ja niemand absichtlich oder holt sich absichtlich solche Erkrankungen. Es ist eben so, wie es zwangsläufig ist, wenn jemand erkrankt ist in der Beziehung. Das ist zwar immer irgendwo eine gewisse Problematik, aber man muss halt auch lernen, mit dieser Problematik umzugehen. Und es ist eben so wie bei jedem, der irgendwie eine Erkrankung hat. Man muss eben dann versuchen, so gut wie möglich eben lernen, dass man damit leben muss, dass der andere eben diese Erkrankung hat. Wie ich vorhin schon sagte, jede andere Erkrankung auch. Also es macht ja jetzt keinen Unterschied, ob jemand halt Krebs hat oder halt eine Agoraphobie, wo man halt immer irgendwo Rücksicht nehmen muss darauf. Das muss man bei jeder Erkrankung. Deswegen macht das jetzt nicht so den Wahnsinnsunterschied. Man kann damit schon leben. Also ich sehe das jetzt nicht so problematisch. Ja, das ist ja so wie bei anderen Erkrankungen auch. Die Leute wissen halt nicht, so mit solchen Erkrankungen umzugehen. Und ja, da muss man die Leute halt informieren, aufklären und eben erzählen, was los ist und eben sagen, wie das eben ist mit der Erkrankung, wie man damit umgeht. Und ich sage jetzt mal, unsere Freunde oder Leute aus unserer Umgebung, die meisten verstehen es auch. Ja, und die, die es nicht verstehen, ja gut, ich sage mal so, auf die es nicht verstehen oder die halt der Meinung sind, auf die kann man im Notfall auch verzichten. Also es ist halt generell so, wenn Leute der Meinung sind, so sie haben da kein Verständnis für, naja gut, dann muss man sich halt von solchen Leuten trennen. Ganz einfach. So, jetzt habe ich gerade so einen Moment dazu, da ich weiß, dass ich zu der Straßenecke muss, wo ich sehr Bammel habe, wo ich anfange zu zittern. Bin ja noch zu Hause, man sieht's ja. Jetzt ist so gerade so der Moment, ja, wo die Psyche streikt bei mir. Weil man sieht, dass sie nicht jeder Tag gleich ist. Oh. Schauen wir mal. Das nächste Video wird denn, wenn dann von draußen sein, wie das denn so laufen wird. Aber im Moment habe ich weiche Knie, Zitter, Schwindel unheimlich, der Atem ist schwerer. Oh. Und viele Gedanken kreisen umher. Man nennt es auch Angst vor der Angst. Hört sich doof an. Nennt man aber so. Jo. Na, schauen wir mal, wie es weitergeht. Bis gleich. So, jetzt haben wir es mittlerweile 15 Uhr. Es hat bis jetzt noch nicht geklappt. Ja, was geht mir durch den Kopf, wenn ich eine Panikattacke habe? Die habe ich ja jetzt nur schon eine ganze Weile. Dass ich umkippe, ist meine größte Sorge. Und dass mir keiner hilft. Und man hat es gerade anhand des vorigen Fotos gesehen, dass der Blutdruck ganz weit nach oben geht. Es ist aber alles in Ordnung. EKG und so was, alles wurde bei mir schon mal gemacht.
Das werde ich mal aber anhand eines anderen Videos dann erklären. Oder Thementages. Weil ich habe ja Thementage. Jo, puh. Ich gehe immer wieder zur Haustür hin und dann gehe ich immer wieder zurück. Das ist diese Vermeidungsangst. Also ich schaffe es im Moment nicht mal runter, wo ich gestern war. Aber ich will es unbedingt schaffen, aber meine Psyche will das nicht. Puh. Na, mal schauen, wie der Tag so weitergeht. Also heute ist wirklich ein Tag zum Kotzen. Schauen wir mal. Ich berichte weiter. Jetzt haben wir schon mittlerweile nach 15:30 Uhr. Jetzt habe ich mir, weil ich gern Schisser bin, Mark geschnappt. Weil wenn jemand dabei ist, fühlt man sich halt sicherer, obwohl ich eigentlich alleine das machen soll. So. Mir jetzt gerade ein bisschen sehr beschissen, aber gut. Also hier, der Beweis, dass Marc. Vor allem, das ist ja nicht weit. Das ist normal für einen Agoraphobiker, dass er, oder für mich zumindest, das ist mein gewohntes Umfeld hier. Weil hier wohne ich, könnte ich sofort schnell wieder zurück. Und wenn ich jetzt dahin laufe, dann verlasse ich mein gewohntes Umfeld und davon vor habe ich Angst. Ja. Wenn du willst, kannst du das Handy nehmen. Nee, dann machen wir schon. Ja, selber. Gut, dann nehme ich es selber. Jo. Wie üblich, wackelige Knie. Schwer atmen, schwindelig und wenn man sich wundert, warum ich viel um mich her gucke, ist auch ein Zeichen dafür von Angst. Mal das Handy ein bisschen so, nicht wenn hier ein Auto kommt, dass sie denken, dass ich sie wieder filme. Hatten wir ja schon mal, ne? Ja. Die Leute hier filme. Wie weit bist du denn? Ja, hier bis zur Straße. Auf der Seite. Ja. Bitte, bitte. So, ist nicht weit. Für mich ein sehr großer Schritt. Wie gesagt, mein Wille ist schon da, meine Psyche bildet nicht. Schauen wir mal. So, jetzt bin ich da. So. Von da hinten komme ich. Das war mein Ziel heute hier. Und jetzt muss ich die Panik durchleben. Und ich wackel wieder, ist normal. Und ich verkrampfe unheimlich. Was Normales. Ja. Jo. Gerade für mich die schlimmste Situation hier sind Autos. Ich habe ganz große Probleme mit Autos. Im Auto sitzen habe ich kein Problem, an Straßen stehen mit Autos. Ganz große Probleme.
Die ist nicht mal stark befahren, die Straße hier. Hier sieht man, nicht stark befahren. Das ist eigentlich eine ruhige Gegend, wo wir hier wohnen. Und es ist windig, ich hoffe, man versteht mich auch vernünftig. Weil da kommt schlechtes Wetter. Ich habe auch noch ein Rückenproblem. Ich habe eine verkrümmte Lendenwirbelsäule. Und dann macht es sich gut, wenn man verkrampft. Oh, oh, oh. Jetzt geht's mit der Angst. Jetzt muss ich 2 Minuten aushalten. Ja, ich muss hier mit dem Mikrofon ein bisschen zuhalten, dass ich sie niese. Ich höre aber kein Vogelgezwitscher, ist nur Wind. Die Symptomatik und so was alles. Ist auch normal, dass es noch eine Weile dauert. Von daher. Aber die Angst ist jetzt schon unter 3. Weil meine Psychologin meinte, wenn sie unter 3 ist, dann habe ich die Panik durchlebt, dann ist alles gut, dann müsste die Psyche eigentlich alles lernen. Ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht Leute irgendwie mitfilme. Oh, da kommen Autos. Also ich hoffe, dass ich es nachher alleine schaffe. Ich berichte weiter. Bis später. Tschüss. So, jetzt habe ich mich gezwungen. Jetzt war Hunde beschissen. Aber mein lieber Mann hat gerade was Passendes gesagt. Weil sonst mache ich mir nämlich Vorwürfe, dass ich ein Versager bin. Mindestens einmal möchte ich es hierhin schaffen. Jetzt stehe ich hier an der Straße. Hier der Beweis. So. Ich stehe an der Straße und mir jetzt beschissen. Egal. Ich habe jetzt ja nicht auf die Uhr geguckt. Müsste gucken. 18 Uhr. Tschakka. Bin heute sehr unzufrieden mit mir. Bin auch sehr viel müde heute. Ja, so sieht das aus. Man hat nicht immer einen guten Tag. Mein Herz puckert wie Sau, weil ich hier knie, schwindel. Man sieht, dass ich wackel. Ja, so sieht's aus. Ja.
Und ich will jetzt abbrechen. Werde ich jetzt auch tun. Sorry. So, wie man sieht, war mein Tag heute beschissen. Bin total unzufrieden mit mir. Man sieht es mir auch an. Bevor jetzt jemand fragt, man sieht es mir auch an, dass ich gerade geheult habe. Ja, ist normal, wenn man unzufrieden mit sich ist, eine Agoraphobie. Ja. Ich bin gerade ein bisschen am Hadern mit mir im Punkto der Studie, an der ich teilnehme, weil die mir zu schnell geht, die Studie, die mich zu sehr unter Druck setzt. Ja, ich muss bis zum übernächsten Mal muss ich es alleine schaffen, weil wir wohnen am Rand von Berlin. Also noch in Berlin drin, aber im Randbezirk muss ich es schaffen. Von Berlin Mitte alleine mit der S-Bahn und mit dem Bus nach Hause eigentlich. Mein Mann hat mir angeboten, dass wir uns unterwegs treffen können, dass er mich abholt. Das ist aber für mich nicht unbedingt der Sinn dieser Therapie, aber gut, ich muss halt kleine Schritte gehen, ich muss lernen mit mir weniger unzufrieden zu sein und beziehungsweise auch die kleinen Schritte, positiven Schritte zu akzeptieren. Tja. Ich hoffe, der Tag morgen wird ein bisschen besser. Heute auf jeden Fall ist ja scheiße für mich. Ja, gut. Hat ja auch keiner gesagt, dass es einfach wird. Vielen Dank für Zuschauen. Wie gesagt, nicht jeder Tag ist gleich. Ich wollte offen und ehrlich sein. Und bin ich auch. Und ja, sind wir mal ehrlich, sieht ein bisschen wild aus durch den Wind draußen. Ist mir aber egal. Ja. Wenn es euch gefallen hat und ihr Fragen habt, einfach unter dem Video stellen und ich beantworte es auch mit dem nächsten Video. Ja. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen nochmal und bis morgen. Tschüss.